Und der letzte Gegner diese Woche ist Dunkler Phönix. Der uns auch wieder First schickt. Freiwillig. Okay, das ist ein Celestial, aber das ist jetzt auch nicht so Weltuntergang. Nee, ich würde sagen, wir fangen auf jeden Fall mit Brave Engine an. Weil die, wenn nicht resolved, ist nicht so tragisch, wie wenn die Sky Striker Engine nicht resolved. Korrekt. Das und wir haben keine alternative Möglichkeit, in die Sky Striker Engine zu gehen, wenn der den Engage verhindert. So, Ash kommt genau jetzt. Oh. Darauf kann keine Ash kommen. Ah ja, stimmt. Jetzt kann die Ash kommen. Ja, Midas will die nächste Sorceress reinschmeißen. Ja. Wir müssen auch noch was normeln, ne? Müssen nicht, aber wir haben noch nicht genormelt. Also wir müssen noch irgendein Monster aufs Feld legen, damit wir in Dings gehen können, ne? In DPE. Ach, das meinst du. Von daher würde ich vorschlagen, die Shark Cannon. An der Stelle die Shark Cannon wegzuwerfen, ja. Ja, stimmt, dann benutzen wir die Sorceress lieber für DPE, ja, das macht mehr Sinn. Ich dachte, dass wir mit Engage was suchen, sobald wir hier in der Links weitergegangen sind, aber klar, wozu? Das ist so 100-mal einfacher. Hast du die jetzt gerade genormelt? Ah ja, wenn die ja specialen können. Na gut, da werden... Ja, aber jetzt können wir nämlich Ray nicht mehr normeln. Ja. Ganz vergessen, die kann man ja specialen, wenn man das Token legt. Die Situation hatten wir bisher noch nie, glaube ich. Nee, aber steht auf der Karte halt drauf. Ja, ist richtig. Als ich aktivieren gesehen habe, dachte ich erstmal, hätte die jetzt nochmal banishen können, dachte ich mir noch so, hä, warte, ist sie nicht once per turn? Aber dass sie den anderen Effekt hatte, ich an dem Punkt dann vergessen. Abgesehen davon wäre sowieso der Play gewesen, quasi erst den Linkspider zu gehen, dass man den Equip suchen kann und dann den Equip wegzuschmeißen. Ja, dann kann man die Sorceress aber nicht mehr specialen. Achso, du meinst wegen... als Discard-Target. Ja, aber dann muss man die Sorceress normal, wenn man das macht. Ja. Beide schwierig. Ich glaube auf jeden Fall nicht, dass die Engage Hells resolved, aber might as well. Die resolved. Oh. Ja, dann Ray. Nee. Wir müssen Drones suchen. Wir haben ja die Normal verbraten. Ach, wir gehen jetzt gleich noch in die Sky Striker Engine. Gut, dann gehen wir Drones suchen. Ja, natürlich. Ganz links. Da. Gut, wir können halt jetzt noch genau den Adback und dann den Such auf dem Schuss. Ja, das ist noch ein Plus 2. Ja, das ist richtig. Wir gehen ja eh gleich nochmal fabulös minus 1, weil wir den Celestial gezogen haben. Unter der Prämisse, dass der hier sich keinen Wailer fängt. Ja. Okay, er hat wieder nicht gezuckt. Also kann gut sein, dass er keinen Wailer schrecklich im Perm hat. Möglich. Ja, mein Shizuku. So, jetzt sehen wir, dass er gleich über irgendwas hat. Mhm. Nö. Da, schau her. Ja, ja, Set, go. Pass und Search. Anker? Ich hätte gesagt... Ja, Anker könnte... Ja, Anker sollte es tun. Wir könnten noch direkt Anaconda kaputt schießen. Dann ist sie schon mal weg. Nee. Nee, wir lassen das. Wir können ja einfach in seinem Zug dann Anaconda plus X kaputt ballern. Ja gut, dann ist halt der DPE verwundbar. Gegen Target Banish, ja. Lightsworn. Holy. Das habe ich ja seit Jahren nicht mehr gesehen. Mal gucken, ob er es nur als... Ah, Thunder. Ja, klar. Ja, der wird ja nicht jetzt hier
Lyra Norman und auf die, also vielleicht doch Lyra Norman auf die Gesetzte ballern, aber sonst wird das ja nicht, ist das ja nicht wirklich Lightzorn. Also. Charge war halt schon immer gut, um Karten zu millen. Ich meine, Minerva Turbo hat man auch irgendwann noch Lightzorn, als genau die Minerva drin gewesen ist. Jo, ist auch okay. Na, da waren auch noch immer Wolves und Raiden, ja, okay. Ich glaube, damit du Random Plus gehen kannst. Ich glaube, Wolf. Nicht mal Raiden. Raiden, weil er Tuner war. Raiden und Wolf. Am Anfang noch Lumina, aber die ist auch irgendwann geflogen. Nee, nicht Lumina. Manchmal war noch Dings drin. Die andere Tusse, die sich von selber vom Grave Special, die Vierer-Tusse. Die mit R anfängt. Ja. Ah, da ist der Raiden, ja, das ist okay. Moin. Den hat er. Den Mill hat er auch. Den hat er, den Mill. Jo, den hat er sowas von. Alua und? Levianer. Okay. Da gibt's bessere Mills. Na, wenn Seifert im Grave gewesen wäre, hätte er sich über den nicht beschwert. Ja, deswegen sag ich, es gibt bessere Mills. Ja. Also mit Seifert im Grave wäre das Bombenmill gewesen. Das ist richtig. Ist halt nicht im Grave. Ja, Mai, das ist halt dann ärgerlich, ne? Mhm. Ah, hat er einen. Okay. Jo. Hi. Ja, den Search hat er. Nicht, dass wir es verhindern könnten oder so. Nee, aber böse gucken kann man immer. Achso, Shizuku. Da hat es halt mit Wiesel der 800 verloren, aber ja klar, Shizuku debufft ja auch nochmal. Ja. Wie viel ist besser mal gerade eigentlich? Ja, 4. Weil 200, ja. Weil DPE debufft immer um 200. Um 400. Also 200 pro Hero. Was im Regelfall 400 bedeutet. Ja, außer du hast das so fest in dein Hirn eingebrannt, dass du dann mal tatsächlich gegen Hero spielst oder in den DPE mit einem 3K-Stock rein tiefelst und nur damit dir der Hero-Spieler dann eröffnet, dass dein Monster gerade ungefähr noch 1000 hat oder so. Ja. Ja klar, ich meine 10 Heroes. Ich nicht aus Erfahrung. 10 Heroes im Friedhof geht schnell. Für Hero. Ja. Nein. Das Thunder Dragon. Also, wenn er meint, die in der Impam-Spalte aktivieren zu müssen, würde ich besagte umdrehen. Wenn nicht, dann haben wir nichts dagegen. Nee. Aber ja, für den Fall, dass er diesen Fehler macht, können wir das machen. Ja, weil das Duo hätten wir eh irgendwann mal wahrscheinlich negieren wollen. Von daher würde das dann ganz gut passen. Ja, wenn er angreift halt. Spätestens. Oh, er hat noch eins zusammen. Sagen wir, es wäre convenient. Hi! Ich habe noch eine Idee fürs Impam-Target. Also jetzt noch nicht. Was hat er denn so alles zum Specialen? Das ist eigentlich alles nur so medium gefährlich. Immer ist der Target. Mal gucken, was kommen soll. Na, er zielt ja alle drei und specialt dann eins davon. Also der muss uns ja nicht am Anfang gleich sagen, was er davon specialen wollen würde. Hm. Aber die sind alle drei nicht gefährlich. Ist keine Stufe 4 von denen, ne? Doch, Raiden. Ja gut, aber Raiden ist Tuner. Er kann nicht mit dem Raiden dann eine Achter bauen, das meinte ich damit. Nö, aber du hattest gefragt, ob der 4 ist. Okay, da liegt kein potenzieller Borrowlord Savage. Nein, liegt da eine potenzielle Fleur oder sind die beiden, die ja da rausangelt, bei Level 5? Also einer auf jeden Fall, der andere ist auch Level 5, ja, also Fleur kann auch nicht kommen. Awesome. Dann soll er das wegen mir gerne haben, weil den Search von Dark hat er eh schon gehabt. Ja. Also von daher... Ich meine, was will er machen? Alle 4 weglinken für einen Access-Code? Das wäre hilarious. Das wär's indeed. Bis jetzt liegen da halt nur Stöcke. So, also, ne? Ja. Ja gut, aber mit Stöcken kann man ja Sachen machen. Ist ja noch nicht fertig mit dem Zug. Nee. Nur so zwischenbilanzmäßig. Bis jetzt liegt da noch nichts Gefährliches. Das ist richtig. Allerdings ist er bis dato irgendwie plus 3 gegangen. Muss man fairerweise dazu sagen. Weil er hat aus einer Handkarte irgendwie 4 Stöcke gemacht. Mhm. Also da Overlay. Kommt potenziell noch eine Menge Gas. Hi! Hi, Ding Ding.
Ja, den werden wir impören müssen. Ja, müssen wir leider, ansonsten verlieren wir den DPE. Erstens das und zweitens kann der andere vor Zerstörung schützen und was die DPE aushebeln würde. Von daher wäre das schlecht. Minimal, ja. So. Jetzt haben wir nur noch die Interaction, von der er weiß. Was natürlich potenziell gefährlich ist. Es kann aber reichen. Oder er verdaddelt und packt die Fusion in die mittlere Zone. Das wäre nach wie vor hilarious, aber das wird nicht passieren. Nein. Das Blöde ist, den Titan werden wir jetzt halt nimmer los. Also nicht so eben. Nicht mal so eben auf jeden Fall. Ey, irgendwann wird man den schon los, aber hi. Literally. Das ist jetzt nicht direkt ein Access Code, aber es geht tatsächlich in die Richtung. Ja, müssen wir, obviously. Ja, klar. Jetzt natürlich sie selber kaputt schießen. Natürlich. So, tschüss, Unicorn. Ja. So, und jetzt hat er immer noch 4 Handkarten, um alle Arten von Blödsinn zu machen. Und das, Und darunter ist hoffentlich keine ja. Bell. Okay, es ist keine Bell. Ha! Ja, okay, das ist cool, ja. Das funktioniert. Hat er sich damit auf irgendwas restricted? Noch nicht. Moment. Nein, hat er nicht. Ach so, und jetzt fängt da quasi das Spielen an. Ja. Cool. Da hätte es jetzt natürlich um Dragon Link herum gespielt, ein Monster weniger auf dem Feld zu haben, aber wer kann das riechen? Abgesehen davon wird der. Okay, gut, er geht dafür. Ja gut, aber die Anaconda wegzuräumen, das heißt halt immer eine Liability zu entfernen. Ja, aber potenziell halt in Bell und Dave reinzurennen. Ja, weil er im nächsten Zug keine Bell und keinen Dave mehr auf der Hand hat. Naja, dann hat der DPE aber was von ihm wenigstens kaputt geballert, bevor er die Bell oder den De oder Dings gefuttert hat. Also Dave kann nicht kommen im ersten Zug, nur Bell. Oder also, wobei ja keinen sein zu Ja dann. doch, Ja, natürlich kann er in der Drawface kommen. Drawface, stimmt, okay. Eben, und dann ist er zwar auch weg, aber er hat wenigstens auf dem Weg noch was kaputt geballert. Ja, anders hat er halt, wie gesagt, eine Liability entfernt. Ja, aber Bell ist mir aktuell ein bisschen zu beliebt, um da reinzuspielen. Ich meine, Das noch. Dave wirst du immer kassieren, auf die eine oder andere Art. Ich meine, noch sind wir ja nicht tot. Nee, indeed. Hi. Er hat leider nicht in die falsche. Schade. Oh, da weiß ich noch, dieses eine großartige Spiel. Wo ein Kumpel von mir gegen Orkust gespielt hat. Echt. Und er aktiviert halt. Hi. Aber Und wir er überleben es aktiviert. trotzdem, oder? Schwierige Kiste. Nee, tun wir nicht. Striker Dragon. Ohne Striker Dragon hätten wir es überlebt. Oh ja, stimmt, wir sind nur noch auf 6K. Ha! Imagine, wir hätten jetzt Raimgrave gehabt. Mit Raimgrave hätten wir das überlebt. Targetet der? Nee, aber keiner ist gut. Stimmt, keiner hätten wir machen können. Einfach auf erfolgreichen Resolve vom ersten Teil, also auf erfolgreichen Resolve von Ray in keiner raustaggen und beschließen, dass der Titan mal nicht angreifen darf. Okay, also wir könnten in die Biro reinsiden. Ja, es klingt nach einem Plan. Das Deck hier ist echt tight, was rein- und rausboarden und so angeht. Vor allem rausborden. Also bedenkt man, dass er jetzt wahrscheinlich anfangen will. Vielleicht die Magician Souls? Ich
ich glaube ganz ehrlich, wenn wir ihn eh first schicken, ist Droll gar keine so schlechte Karte. Ja. Wenn wir ihn first schicken. Das ist halt die Frage, schicken wir ihn first? Wenn wir ihn first schicken könnten... Also ich meine, er wird es wahrscheinlich darauf siden, second geschickt zu werden. Ja, schicken wir ihn mal first und dann würde ich aber Droll spielen. Und dann die Magician Soul Engine raus. Oder eher die Brave Token Engine. Die Magician Engine. Weil die Brave Token Engine baut alleine einen DPE und der ist halt auch going second irgendwie gut. Na gut. Probieren wir das. So, er ist noch am Siden. So, ja, dann second. Ich glaube, ich habe einen Anzeige-Bug, dass wir mir sonst auf eine gesidete Karte gezogen hätten. Ja, das muss ein Bug sein. Wir sollten fragen, ob wir ein Remake machen wollen. Das Schöne ist an diesem Deck, dass es actually killen kann. Das heißt, er kann jetzt nicht, was sonst eine beliebte Taktik gegen Strikers wäre, die einen First schicken, einfach leer passen. Weil er könnte dann actually sterben. Ja, das ist richtig. Also dann mit wenn wir den neuen Striker-Support kriegen, dann sowieso, weil Linkage gut ist. Aber der ist noch nicht hier drin. Aus nee, offensichtlichen hi. Gründen. Hi. 2. Ja, der ist ja nicht blöd. Mhm. Wenn ich er wäre, würde ich jetzt einfach searchen, dann White specialen. Und dann erstmal ein Seal bauen. Dass man erstmal so halbwegs Nibiru-proof ist und dann weitermachen. Seal negiert zwar Nibiru nicht, aber sorgt wenigstens dafür, dass man danach noch Bums hat. Ja, das ist halt, ja genau, weil halt durch die Distribut dann doch mal ein Stock kommt und dann hast du halt doch irgendwas immerhin. 3. Na, so ein Zufall. Mhm. Genau, und jetzt eskaliert er. Ja, gut, wir müssen halt auf ein Warnsignal achten, wann eine Negate fliegt, wenn eine Negate kommt, weil Borrow Load Savage kann man ja, ist ja nicht Nibiru-proof. Mhm. Ash und Nip ist nach wie vor die beste Combo gegen Dragon Link, weil der halt normalerweise ganz am Ende den Borrowed Savage baut und dann auf Effekt Borrowed Savage, Chain Nibiru, alles weg, Ash den Idioten und Thema erledigt. So, jetzt weiß er, dass wir Nibiru haben, weil du nicht sofort rechts geklickt hast und ja, jetzt schauen wir mal, wo wir landen. Ich meine, der könnte natürlich auch einfach direkt jetzt den Borrowed Savage bauen. Nein, der wird hier immer Ruler bauen. Naja klar, weil der ja auch also wiederkommen Curse kann. Ruler. Weil der kann ja auch wiederkommen. Ja, und weil der buddelt. Ja, der geht mal buddeln. Mhm. Jo, buddel du mal. Aha. Mhm. Ei! Mhm. Da waren zwei sehr schmackhafte Hits dabei. Unten Raiden zum auf die Bratzen nehmen. Ja, das war... Eieieiei. Das sind solide. Ja, das sind schöne Karten. Hat der schon irgendwas im Grave, was er mit Safehard wieder zurück auf die Bratzen nehmen will? Noch nicht. Nee, noch nicht. Aber ich glaube, das wird nicht lang dauern. Es könnte passieren, dass er das noch hinkriegt.
Eieieiei. Und deswegen ist halt Nip gegen Dragon Link immer so, weil halt, ja, man hätte da gerade eben Nip schmeißen können, aber das hätte nichts, aber das hätte auch nicht viel gebracht. Und jetzt fühlt es sich auch wieder scheiße, da haben wir halt wieder fünf Karten auf der Bratzen. Ja, Nibiru alleine ist halt schön. So, und jetzt verlieren wir potenziell eine Handkarte. Beziehungsweise, was heißt potenziell? Wir verlieren jetzt eine Handkarte und wir müssen jetzt einfach beten, dass es nicht der Nibiru ist. Weil wir es uns nicht leisten können, den jetzt anzuchainen. Richtig. Also. Kommt schon eins Fingers zu vier. crossed. Natürlich. Goddammit! Natürlich! Unlucky. Ja, gut. Das hat die Gesamtsituation verkompliziert. Drücken wir es so aus. Ja. Das war der klassische American Sniper. Das war solide. Yep. Trotzdem muss man natürlich immer an so einer Stelle Memo an Self schicken. Wir wären gar nicht in dieser Situation, wenn wir Game 1 nicht verbockt hätten. Ist nicht unbedingt richtig. A hätte uns die Ray auch nicht. A hätte uns die Ray auch nicht garantiert, dass wir den Zug überleben, weil er hatte ja noch einen Schuss gehabt. Na, er hätte noch einen Stock gebraucht. Die Attack Power hätte er definitiv nicht gehabt. Also nicht mit dem Board, was da lag. Er hätte noch ein. Und er hat ja kein Negate gebaut. Doch, er hatte einen Dings. Aber wir hatten ja Anker und Engage. Und zweitens hätte es nicht seine Situation geändert, dass er jetzt gerade angefangen hätte, weil hätte er entscheiden können, hätte er sich wahrscheinlich auch anfangen lassen, hätte er wahrscheinlich nur halt für First gehen geboardet und nicht für Second gehen. Ja. Aber der relevante Unterschied. Dann hätte man an so einer Stelle unauffällig zusammenschieben können und hätte noch ein Game 3 gehabt. Wenn wir jetzt unauffällig zusammenschieben, ist vorbei. Setzt voraus, dass wir das andere gewonnen hätten. Das hätten wir auch nur vielleicht getan, ne? Ich sehe nicht, wie wir das noch hätten verlieren können. Wir hätten zwei geladene Engages resolved in dem Zug. Ohne dass er irgendwas hätte dagegen tun können. Und seine letzte Handkarte war der Raiden, der gesuchte. Anyway, er hat keinen. Doch, den baut er noch, den. Hope. Ja, der kommt noch. Er hat aber echt bereitwillig hier Vollgas in den Nip reingespielt. Also zumindest bis jetzt. Ich hätte aber jetzt wahrscheinlich immer noch nicht Nip werfen wollen, von daher mal schauen. Den hätte ich geworfen, wenn er jetzt den Keroflot zurückholt. Nee. Was soll denn kommen? Es kann ja kein Overlay Ah kommen, ja, klar, dass. stimmt, der hat den, man kann ja noch auf den Harbinger warten, klar, logisch. Ja. Ja, schon richtig. Also, außer er baut Lancelot, aber wer baut denn Lancelot? Okay, ja, aber ich lege mich mal weiter mit, um zu sagen, der hat keinen Lanze. Oh. Lot. Jetzt, in dem Fall, hatte der. Doch, der Doch, hätte. hatte er. In dem Fall. Müssen wir mal überlegen, wie wir hier. Jetzt kommt's ein bisschen drauf an, was er noch auf der Bratzen hat und was er mit Seal aus dem Deck holen kann. Ich meine, wir können ja mal auf jeden Fall die Aquamancer, die hier schmeißen. Ja, das ist die Frage, ob wir das tun. Wie liest sich Ray? Rose, meine ich. Stored by Die Battle or Leash Joa-Karte. Your Card Effect, Effekt. okay, also nein, sich selber Tributen geht nicht. Naja, wir können das Ding ja trotzdem quasi negieren, weil der Tribut hat sich ja verkosten und dann kann man es in Respawns aus dem Grave rausballern. Und dann triggert er nicht, das Bevor. ist richtig. Ja. Dann hat er halt trotzdem was gebounced, das ist das Ärgerliche. Das können wir nicht verhindern, das ist richtig. So, wenn wir jetzt Ride zünden, theoretisch, dann haben wir den Token und haben die Journey, dann kann er den Token bouncen. Richtig, ob er es direkt macht, ist eine andere Frage, weil er weiß noch nicht, dass wir Aquamancer auf der Hand haben. Das heißt, es könnte sein, dass wir den Aquamancer noch specialen dürfen, bevor wir was suchen. Ja. Also wir machen erstmal Token. Ja. Und holen dann direkt Aquamancer, ohne die Journey zu aktivieren. Also wir holen sie natürlich aus dem Deck, aber wir aktivieren sie nicht. Darauf kann eigentlich nichts kommen. Nö, aber er könnte in Response IP machen. Ja. Ja, ich bin nur gerade durch die möglichen Handtraps durchgegangen, die da
fliegen können, weil der hat safe Handtraps. Der Typ, der hat 5 Handkarten, da sind auf jeden Fall Handtraps dabei. Ja, also ein paar davon sind ja gesucht, ne? Die wissen wir, aber da sind safe Handtraps dabei. So, Special Summon. Ja. So, und jetzt darfst du das Token gerne bouncen. Wir haben den Stock auf dem Feld. Okay, dann gehen wir mal angeln. Da können wir jetzt ja eigentlich den Bounce baiten mit dem Equip-Spell. Weil genormelt haben wir ja noch nicht. Jetzt können wir ja gerade keine Shark Cannon aktivieren. Wir müssen mal gucken, wo wir landen. Ja gut, aber die einzige Methode, die Main-Monster-Zone freizukriegen, bevor er bounced, wäre halt in Anaconda zu gehen. Und Anaconda muss vorher Links-Spider holen und ich weiß nicht, ob du uns überhaupt bis zu Anaconda kommen lässt. Jetzt haben wir erstmal die Journey getriggert. Das ist richtig. Schauen wir erstmal, wo wir da landen. Schade, dass die Shark Cannon kein Dave ist. Das würde viele Sachen sehr viel einfacher machen. Und ganz ehrlich, ich glaube fast nach dem Search würde ich Battleface gehen. Weil wir haben da gerade 2 Monster, die über seine beiden nervigen Monster drüber latschen. Ja, weil ich meine, der kann es ja trotzdem dann raustaggen, aber was, irgendwie müssen wir... Ja, dann hat er raus, der ist weg. Ja, irgendwie müssen wir es ja forcen. Was weg ist, ist weg. Und wir haben ja noch nicht genormelt. Also richtig, wir können ja noch. Richtig, dass wir können Battleface gehen, dann kann er bouncen, der kann vielleicht noch eine IP machen. Wenn die noch in Unicorn geht, ist das andere auch noch weg und dann haben wir unseren Skystriker-Scheiß immerhin. Ja, er muss ja vor allem auch IP in der Mainphase machen. Die darf er ja nicht in der Battleface. IP muss er noch in der Mainphase machen, das ist richtig. Ja. Ist auch gerade heftig am Überlegen, ob er interferieren will oder nicht. Wie gesagt, er muss noch einen Haufen Handtraps haben, weil wenn er keine Handtraps hat, also ich sehe halt keinen Grund, warum er nicht den Chaos hätte zurückholen sollen, außer den Grund, dass er gesagt hat, ich sterbe in dem Zug eh nicht, also warum irgendwie was Dummes riskieren, weil er war ja nach wie vor in der Biro-Range. Stimmt, und er wusste nicht, dass er den rausgesniped hat. Beziehungsweise, dass wir ihn überhaupt haben. Ja, Battleface. Ja, Battleface. So, jetzt fliegt die IP oder halt eben auch nicht mehr. Ja. Wichtig wäre halt jetzt, dass er keinen Drachen im Deck spielt, der on summon unser Monster wegräumt. Das wäre sehr cool, aber ich bezweifle, dass er das tut. Ist überhaupt einen? Ja. Gibt es. Genug sogar. Also was heißt genug? Aber es gibt welche. Ich weiß natürlich nicht, wie der heißt, aber es gibt einen Idioten, der, wenn er kommt, banisht dann Monster vom Gegner. Und den hat man mal eine Zeit lang gespielt, bis man eingesehen hat, ich kann auch einfach irgendwas holen, was plus geht, wenn es kaputt geht und sterb halt nicht. Also früher war das immer der Bro Tower, der dann gekommen ist. Und jetzt wird es wahrscheinlich, ich würde tippen, Dark oder so werden, den er dann holt. So, jetzt ist halt die Frage, linkt der Levian hier weg oder nicht? Ich meine, er hat Seifert im Friedhof. Ja, das ist übrigens auch immer eine Sache, wenn man gegen Dragon Link spielt, die man beachten möchte. Man will gucken, dass man ihm kein gutes Target für Steel gibt, bevor man in die Battleface geht, weil eigentlich will Dragon Link immer IP und das, was aus dem Steel rausgehüpft kam, weglinken. Und die Option nimmt man ihm halt, wenn man vorher schon Battleface sagt. Deswegen muss der jetzt den Token bouncen, was halt so ist. Und er muss es in der Mainphase tun. Na, mal gucken, so. Was jetzt kommt. Ja. Relativ egal, was jetzt Safe kommt. Hat. Ja, okay. Das ist der Klassiker. Ja. Ich würde jetzt einfach weiter Battleface sagen. Richtig, weil du musst ja die IP noch irgendwann machen, wenn er noch machen will. Ja, wenn wir jetzt Ray gehabt hätten. There we go. Nee, dann hätten wir trotzdem Battleface gesagt. Ja klar, weil ich meine, wenn er das jetzt macht, dann haben wir danach immer noch. Wir sind jetzt immer noch in der Mainphase. Hi! Das ist nicht das, was ich erwartet hätte.
Das ist vor allem, das stört vor allem nicht wirklich. Ja, halt voll nicht. Also, es ist ein bisschen. Ich, also, wir hatten viel Spell auf die Journey, würde ich mal sagen. Oder haben wir Journey noch nicht aktiviert, ne? Wir haben Journey in die noch nicht aktiviert. Also wir können mal ganz kurz durch Tempel durchcyclen. Beziehungsweise Frage ist, ob wir Tempel überhaupt. suchen und den Equip discarden. Eben, weil wir können im nächsten Zug wieder Token-Tempel machen. Ja. Ja, dann Field So. Spell auf die Journey. Ist ja kein Monster-Effekt. Ja. Wir müssen ein bisschen gucken, an welchem Punkt wir in den potenziellen Droll reinlaufen wollen. Da hast du deinen Droll. Hi. Das war hilarious. Okay, folgender Vorschlag. Wir holen jetzt Rose, gehen in Sieg, aktivieren, er muss Apo machen. Wir aktivieren den anderen Effekt von Sieg. Er macht entweder Apo oder nicht. In beiden Fällen ist Apo tot und dann können wir unseren Scheiß machen. Das wäre jetzt so der Plan gewesen, ja. Gute Spieler, ja. Ja. Er weiß ja nicht mal, dass er unsere Nibiru vorher aus der Hand rausgeschossen hat, ne? Das macht's ja nur noch trauriger. Hä? So, mach mal die So. Apo da weg. Chain Apo. Der kann alles auf dem. Ja, kann sie. Gut, dann jetzt Sieke auf die Journey. Oder warte, triggert das Ray? Warum muss die. Wenn wir jetzt mit Sieg den Fieldspell weghauen? Das funktioniert. Die Frage ist, was wollen wir mit der Ray dann auf dem Feld? Ich wollte nur sagen, wir haben die Option, okay. Also wollen wir die Ray auf dem Feld haben? Ja, weil dann können wir mit Ray und Rose Main 2 in eine Anaconda gehen und DPE basteln. Ja, dann machen wir das. Ja. Also, oder er negiert das jetzt. Wir legen ja nicht als Kosten weg. Ja, muss es negieren. Ja. Macht aber nichts, dann benutzen wir halt die Dings. So, und jetzt gehen wir in Hayate. Und greifen dann an. Ja. Was wollen wir denn reinlegen? Engage? Wir müssen fast, oder? Wie viele Spells haben wir im Grave? Zwei. Wenn wir Shark kennen, aktivieren drei. Also wir kriegen den Engage live. Ja, dann wird's hier Engage. Ja. So, nicht direkt angreifen. So, kann nicht durch Karteneffekte zerstört werden. Durch Kampf geht einwandfrei. Ja. Und Engage. Ja. Ja, oder? Ja, ja, und dann in Anaconda, oder? Und dann suchen wir mit dem Engage. Multiroll? Das kann halt potenziell nach wie vor an der Ashe sterben. Es ist Hyrule, das ist richtig. Aber dann hat. Andererseits gewinnen wir das, wenn wir das nicht tun, wenn wir nicht für Hyrule gehen. Das ist die Antwort andere Sache. wahrscheinlich eher nicht. Also Rose zurückholen. Ja, Ja, Rose zurückholen. mach mal's. Und dann gibt es nochmal 1,5 in die Fresse. Dann Kagari. Kommt der Engage zurück. Immer noch keine Handtrap. Anaconda. So ist die Dann Frage. Shark Cannon, und wir räumen ihm mal was aus dem Grave, was er nicht mehr gebraucht hat. Den Levian hier, weil der zwei Seifert. Oder den Chaos Ja. Ruler. Nee, Levian, ja, Levian ist gefährlicher. Mit Seifert. Wahrscheinlich. Oder? Nee. Weil Levian hier ist halt, wenn er einfach den zweiten auf der Hand hat, ist halt so, ey. So, dann jetzt Engage.
Resolved, okay. Dann Abend. Ray. Oder Shark Cannon. Nee, Rolle. Ja, Rolle für Fieldspell Ray macht mehr Sinn. Ja. Ja, dann können wir Fieldspell Ray machen. Genau. Ja. Jetzt nehmen wir noch einen Skyscraper, dass wir den aktivieren können. In dem Fall könnten wir. Das ist auch nicht schlecht. So. Dann machen wir jetzt mal zwischendurch kurz Tempel, dass wir suchen können. Genau. Ja, und dann Anaconda und setzt die Imperm. Weil jetzt die Raid zu holen, bringt es ja noch nicht weiter. Außer, dass wir den Stock auf dem Feld haben. Was echt schon ein Argument sein könnte. Doch, weil DPE kann Anaconda kaputt schießen, dann ist die Extra-Monster-Zone frei. Dann dürfen wir aber nicht mehr in... Na, wir müssten dann vorher in Shizuku gehen. Ich meine, den Shizuku Search würden wir halt kriegen, wenn wir Raids noch holen. Aber dann ist die Shizuku halt nicht eine Extra-Monster-Zone. Aber dann ist halt wieder ein Skystriker im Umlauf und wir kriegen den ganzen... Ja, passt. Ja, machen wir Shizuku. Machen was. Dann können wir... Das Problem ist, wir kriegen dann nichts runtergesetzt, weil wir nichts suchen können, was wir aktivieren können. Weil wir können keine Angst... Wir haben die Impfung. Ja. Es wäre halt schön gewesen, neben der noch was haben zu können, aber können wir halt nicht. Wäre. Aber hätte, wäre, sollte, könnte. Korrekt. Wir hätten auch einfach vorher mit der Area treffen können. Das hätte alles viel einfacher gemacht. Ja. Wann hätte man nämlich schon vorher 3 Spells im Grave gehabt und alles? Ja, wir hätten die Sharken noch gehabt und dann hätten wir ihn problemlos den Kaios Ruler und den Levian hier rausschießen können. Ja, ja, aber das wäre halt wirklich viel zu einfach gewesen dann. Mhm. So, jetzt aber. Mhm. Das Schlimme ist halt, wir sind hier noch lange nicht out of the water, weil da liegt noch so viel, also der hat noch so viel Gas. So, die Frage ist halt wieder, Anaconda schießen oder nicht? In dem Fall wäre ich für ja, weil dann können wir Dragon Link spielt. Und wir können dann die Ray direkt benutzen und müssen nicht erst in DPE machen. Mhm. Okay, keine Bell. Dann go. Dann, ich denke, wir gehen Hornet Drones angeln. Weil die Skystriker Engine wird in dem Zug garantiert abgeräumt werden, dann hätte ich gerne was für den nächsten Zug. Ja. Schade, dass wir sie nicht aktivieren können, sonst könnten wir noch einen Shark Cannon holen. Ja, leider. Wir hätten das aber auch nicht so spielen können, dass die Shizuku in der extra unserer Zone liegt, oder? Oder? Wenn wir... Nee, weil wir schon Hayate geholt hatten, wir hätten ja keinen Fall nach unten gekriegt. Ja, wir mussten ja Hayate benutzen. Und die einzige Möglichkeit, die wir die Shizuku in der Main-Monster-Zone gehabt hätten... Ach, seriously. Ja. Passiert. Und die einzige Option, mit der wir Shizuku in der Main-Monster-Zone gehabt hätten, wäre ja, wenn wir Anaconda holen, während noch eine Hayate liegt. Aber die Hayate war ja Material für die Anaconda. Na. Jetzt ist zumindest eine Frage geklärt, nämlich der hatte tatsächlich damit gerechnet, dass wir First gehen wollen. Ja. Das wissen wir jetzt zumindest. Ja, das ist noch okay. Mhm. Aber wir mussten ja aus der Hayate eine Kagari machen, um den Engage überhaupt zu holen. So. Hat er was Sinnvolles im Grave, was er wiederholen kann? Wir sehen nicht, welchen Effekt er benutzt hat, ne? Nein. Er könnte zwei Sachen wiederholen, wenn er zwei Sachen hat. Er hat nur eine Rocket Sache. Oder halt potenziellen Striker Dragon auf der Hand. Naja, Sachen aus der Hand darf er gerne holen.
Hätte ich jetzt gesagt. Also, ich hätte das dann durchgelassen in dem okay. Fall. Okay. Nicht Striker, Tracer. Ja. Ja, der wird einen Tracer auf der Hand haben. Aber auf der, aber nee, aus der macht Hand er, macht, er macht die Wiederbelebung, okay? Okay? Ja. Ja, gut, ist okay. Quick Launch, okay. Er hat indirekt einen Strike, einen Tracer auf der Hand. Der Feather Duster war jetzt natürlich technisch gesehen ein bisschen uncool, aber mein Gott. Er hätte was Schlimmeres. Er hätte nur gegen eine Karte von ihm getradet. Er hätte was Schlimmeres auf verlieren, ist halt doof. Er hätte was Schlimmeres auf der Hand haben können. Ja, Multiroll nervt ein bisschen, aber ich meine im Endeffekt, wenn das eine Belle gewesen wäre, wäre das schlimmer. Ja. Ja, okay, dann ist der DPE raus. Okay, dann ist der DPE raus. Stellt sich wieder die Frage, überleben wir diesen Zug? Ja, diesmal haben wir noch eine Sky Striker Engine. Erstmal haben wir eine Ram Grave, ja. Ram Grave, 6k Leben und Ender Dream. Mhm. Diesmal haben wir eine Ram Grave. Diesmal haben wir eine Ram Grave. Und dass wir ihm den Levi rausgeschossen haben, ist actually relevant an der Stelle. Ja. Ja, Levi rausschießen ist halt das richtige Play an dem Moment, wo er keinen weiteren Levi auf der Hand hat. Levi an ja. Und den hat er nicht. Weil sonst wäre es meiner Meinung nach, gekommen. Wenn er einen gehabt hätte, ja genau, weil wenn er einen gehabt hätte, dann jetzt A gedrückt haltbar, wir müssen auf den erfolgreichen Resolve von Ray besagte anketten. So, ja. Nein. Ja. Ja. Und direkt keiner einfach. Genau. Gar nicht lang fackeln. Und die 3200 Attack braucht er nicht. So. Nachdem wir das geklärt haben, darf er die Keine auch gerne kaputtballern. Mhm. Ein Glück ist Thunder Dragon, kein Quick Effect. Thunder Dragon Dark ist ein Quick Effect. Wenn er den der hat aber auch im Quick Effect nichts geändert. Ja doch, wir aktivieren Ray, er chaint seinen Quick Effect an, er chaint dann seinen Titan an, Ray kommt in keiner, keiner stirbt bevor sie... Nein, so löst sich die Chain nicht auf. Annika, stimmt. Ray Chain Link 1. Stimmt, Ray ist ja Chain Link 1, Ray ist ja Chain Link 1. Stimmt, dann wäre es egal gewesen. Wichtig war nur, das Einzige, was er nicht... Richtig war nur, dass wir proaktiv Ray benutzen. Richtig, weil wir, halt nicht auf, weil wir halt nicht auf ihn anchainen dürfen, weil dann halt die keiner stirbt, bevor sie triggern kann. Und Ruling-Änderung, weiß ich nicht. Jetzt fehlen ihm noch 3k Attack. Mhm. Ich meine, die kriegt Dragon Link hin mit den richtigen Karten. Duo tut's nicht, der hat nur 2,8. Der kann sich aber buffen irgendwie, glaube ich. Nee, der hat noch einen Roar im Grave. Damit kriegt das hin. Müsste noch einen Roar im Grave haben. Wenn er den gerade nicht weggemischt hat. Für die Fusion. Nee, hat er keinen mehr. Der konnte sich doch... Genau, wenn er noch einen Monster in der Hand aktivieren kann, hat er da Liefel. Ja, fingers crossed, I guess, ne? Mhm. Also, alles über ein HP ist Knautschzone, ne? Wir müssen ihn leider in dem Zug umbringen, weil ansonsten wird es ein bisschen kritisch. We figured out as we go. Mangels Alternative. Also Stand jetzt, wenn er so... Ah ja, klar. Das geht auch! Ja, tut's. Ja, das tut's. Das, ja, yep, bisschen, das... ein bisschen ärgerliche Gesamtsituation mit dem Nibiru-Snipe und... also und die Kombination aus Nibiru-Snipe und dann nicht treffen mit Field Spell war, ja. ein bisschen zu viel. Eine von beiden Sachen wäre gegangen, aber beide waren zu viel. Hm.
Na gut, passiert. Jo. Dann GG und Dunkler Phönix und sehe ich nächste Woche wieder bei einer Deckbewertung. Bis dahin. Ciao. Ciao.